Als Sozialdemokratin treibt mich natürlich soziale Gerechtigkeit an, und zwar auf der ganzen Welt. Und deswegen freue ich mich, dass ich in so einem Zukunftsministerium arbeiten kann. Die Bundesregierung ist in der Verantwortung, die 17 Ziele für die nachhaltige Entwicklung bis 2030 in Deutschland auch umzusetzen. Und das bedeutet für mein Ministerium, dass wir zwei große Schwerpunkte haben, nämlich den Klimaschutz voranzubringen. Gerade die Länder, die am ärmsten sind, sind am härtesten getroffen von den Klimaveränderungen. Das sind Schwellen- und Entwicklungsländer. Und das Zweite ist, die Globalisierung muss fair, sie muss gerecht laufen. Und deswegen kümmern wir uns um nachhaltige Lieferketten, um eine gerechte Digitalisierung und um die ganzen Themen Gesundheit in den Schwellen- und Entwicklungsländern.